mehr. Wir brauchen mehr Ersatzteile. Baut Ersatzteile bis zum Umfallen. Und noch viel mehr. Bis zum Umfallen und noch viel, viel mehr. Weißt du, denkst du, du hast einen Vorrat von 21 Metall und... Nee. Reicht nicht. Nein. Meine Prestige sind gerade auf 195, ich brauche keine weiteren Eindringlinge, danke. Nein, aber danke. Oh, mach die Windturbine wieder einsatzbereit. Ist repariert, repariert. Mach das Modul auch wieder einsatzbereit. Komm schon, lauf, 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 lauf. Oh, die Bots sind so viel schneller, das ist so geil. Ja, da läuft die Windturbine wieder. Sehr gut. Johnny Fire, die Entwickler sind ja auch fleißig immer am Patchen und Updates nachschieben. So, vier Ersatzteile. Die Energiekollektoren füllen sich sogar. Oh. Ich glaube, wir haben es überlebt. Mehr Ersatzteile. Ja, bitte. Gib's mir. Gib mir mehr Ersatzteile. Hier, kriegst du Stärke für. Wir haben ja fast keine. Und 1 Cent oben drauf. So, bitteschön. Mehr Ersatzteile. Dann kann hier alles repariert werden. Wir machen gerade plus minus 0 Energie. Na, einen ganz kleinen Plus machen wir noch an Energie. Jetzt machen wir richtig wieder. Sehr geil. Oh, ich glaube, wir haben die Krise überstanden. Ich glaube, wir haben diese Krise überstanden. Das Problem ist halt eben, dass hier die Minen noch nicht besetzt sind. Dafür brauchen wir mehr Bumsbotter. Aber ich glaube, wir haben die Krise vorerst überstanden. So, die Priorisierung kann raus. Die Priorisierung war gar nicht drin. Wir haben jetzt 6 Ersatzteile. Es dürfte alles repariert sein aktuell. Also lasse ich jetzt erstmal hier zwecks Nahrung und Co. alles aufbauen. Dass wir hier auch mehr Nahrung haben. Und danach kümmere ich mich auch mal darum, dass wir hier mehr Bots rankriegen. Das geht mir nämlich auch so, gelinde gesagt, ein bisschen auf den Keks. Dass wir einfach keine Bots haben. Wir haben 12 Stück, das ist ein Witz. Was soll ich mit 12 Bots? Du produzierst dauerhaft. Ein Bohrroboter, genau. Und 2... Du produzierst das, du produzierst das, du produzierst... Okay. Gut, 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 gut. Ah, jetzt geht Metall auch hoch. Die Generatoren sind hier mal alle fertig. Sehr schön. Ersatzteile haben wir jetzt 12. Damit fühle ich mich schon mal etwas sicherer. Minimal etwas sicherer. Du kannst auch wieder aktiviert werden. Und mit den Ersatzteilen, die wir haben, bauen wir erst nochmal einen Energiekollektor. Eigentlich brauchen wir jetzt keine weiteren Händler. Wir bauen jetzt erstmal die Energieversorgung aus. Und die Wasserversorgung offensichtlicherweise mal wieder. Und die Wasserversorgung. Weil wir ja noch nicht genug Wasser haben. Bauen wir noch mehr Wasser. Mehr Wasser ist, mehr Wasser ist, mehr Wasser ist, mehr Wasser. Hauptsache ist, dass alles repariert ist, dass die Energieversorgung wieder läuft. Da wird überall repariert. Oh, wundervoll. Wundervoll. Oh, 40 Wasser. Mit dem haben wir dann auch wieder mehr als genug Wasser. Wasser. Wir brauchen mehr Wasser.
Okay, habe 8 Wachen für 120 Kolonisten, mache immer komplett alle Luftschleusen dicht, wenn ich sehe, dass Eindringlinge mit dem Kolonieschiff kommen. Hab keine Besucher. Schön die Eindringlinge verlustfrei ersticken lassen. Okay. Oder man hat einfach genug Waffen rumliegen, weil die Kolonisten schnappen sich ja auch die Waffen. So, das ist fertig. Das Wasser wird auch gerade genutzt. Dann wollten wir hier mehr Strom haben. Mein Handy hat sich gerade gemeldet. Why? Das sind ein paar viele Nachrichten. Twitter. Habe ich eigentlich getwittert, dass ich live bin? Habe ich jetzt eigentlich daran gedacht oder habe ich nicht daran gedacht zu twittern? Bin manchmal etwas verwirrt. Manchmal haue ich mich vor Verwirrung aus. Ja, habe ich. Danke, Howie, auch für den Retweet. So. Ey, wir haben wieder nur 7 Ersatzteile. Das ist abartig. Was das Spiel alles braucht aktuell, ist einfach nur noch abartig. So, 2 Sachen möchte ich gerade erstmal fertig gebaut haben. Gebaut wissen. Nämlich die beiden Babys. Die Windturbine und der Wassertank. Vorher wird aber hier das Ding noch fertig gebastelt, so wie es aussieht. Ja, das wird aber noch ein bisschen dauern, bis das soweit ist. Die Ersatzteile gehen wieder hoch. Eieieiei. Wir sind auf 76. Ich denke mal, ich werde mir dann gleich mal einen Schwung reinholen. So, 2 auf 1 auf 1. Und dann ist auch die Produktion möglich. Ja, jetzt warten wir ab, bis hier die Windturbine und der Wasserturm gebaut sind. Das dürfte nicht allzu lange dauern. Dann sind die Ersatzteile wahrscheinlich auch wieder kurz vorweg. Der Sandsturm kommt bald. Dann machen wir schon mal Alarmstufe gelb, weil der dürfte dann jetzt auch gleich kommen, der Sandsturm. Wir haben ja eine Voraussagewahrscheinlichkeit von 0. Zu 0, zu nix, zu nada, zu niente. Wie viele Arbeiter haben wir? 27? Warum besetzt hier nicht einer diese Station? Da ist er. Da ist der Sandsturm. Weil hier die Stationen besetzt sind. Das ist geil. Die zählen auch für da hinten. Sehr gut. Sehr gut zu wissen. Sehr gut zu wissen. Eine eingehende Nachricht. Wer möchte was? Ja, ihr dürft kommen. Wir freuen uns immer über ein paar. Wir freuen uns immer über ein paar neue, nette Gesichter. Nein, hör auf zu bauen, Stefan. Hör auf. Nimm deine Hand weg. Und hör auf damit. Ach, dieser... Ich hasse das, dass die Sandstürme die Zeit verlangsamen. Das finde ich echt nervig. Und der Sandsturm ist... vorbei. Wow, das war auch wieder knapp. Ich hab hier doch die fucking Laser 84%. Mit einer 84%igen Wahrscheinlichkeit sollte das eigentlich weggeböllert werden wie nichts Gutes. Warum ist die Mine nicht aktiv? Warum ist die Mine nicht aktiv? Was ist mit der Mine? Die Mine ist auch nicht aktiv. Wir brauchen mehr Roboter. Wir brauchen mehr Roboter im Allgemeinen. Wir haben 5 Bohrbots. 5 Bohrbots auf 4 Minen. Wir brauchen mindestens nochmal 7 weitere. Also Bohrbotter. 7 freaking weitere Bobbitchen. So, die Windturbine ist fertig. Also die Ressourcen sind da. Der Wassertank ist auch im Bau befindlich.
Das Problem, was wir jetzt haben, ist, die Basis ist so groß, dass die Sachen zum Teil von der anderen Seite der Basis kommen. Schwachsinn, aber die KI ist so programmiert, dass selbst wenn das nur hier hinten liegt, das halt eben geholt wird. Was will man machen, ne? Im Übrigen haben wir ja jetzt alles wieder am Laufen. Also, wir holen uns mehr Leute. Ach so, das sind... Ja, das sind die vorne im Auftrag, okay. Was, die sehr große Windturbine macht nur so wenig? Dann brauchen wir mehr von den Windturbinen. So, hier bauen wir noch zwei Windturbinen hin und dann werden wir hier noch einen Laser hinbauen. Zusammen mit, hier die Anlagen zum Entdecken. Yay, die Flüchtlinge haben 160 hier gelassen. Wird denn überhaupt vernünftige Nahrung produziert? Burger! Ja, es wird vernünftige Nahrung produziert. Die beste Nahrung der Welt. Burger! So, ich meine, wir haben echt jede Menge Fabriken, die eigentlich alle laufen könnten, hätten wir mehr Bots. Und weil wir mehr Bots benötigen, werde ich jetzt die Bot-Produktion an beiden Standorten priorisieren. Weil mir 12 Bots zu wenig sind. Ich will aufstocken an Bots. Nee, Händler lasse ich aber trotzdem nicht kommen. 80 Leute. 20 remaining. 20 Leute remaining. Und wir produzieren selbst in der Nacht fast genug Energie, beziehungsweise genug Energie, um die... Also, Energieprobleme sehe ich in nächster Zeit nicht auf uns zukommen. Ich gehe aber auf Nummer sicher mit der Energie. Weil ich keine Lust habe, dass da was schief läuft. Eine kleine Gruppe. Okay, ihr dürft kommen. Wie viele Personen sind es denn? Spiel wird gespeichert, genau in dem Moment. Also wenn jetzt Eindringlinge dabei sind, dann wissen wir ja, was los ist. Mir hat ein Meteor einen Meteorabfanglaser geschrottet. Fand ich sehr ironisch. Ja, da steckt eine gewisse Ironie drin. Das stimmt. Und wir sind auf 83. Sehr schön. 29 Arbeiter. Auf 8 Sanitäter. Ja, die Sanitäter sollten vielleicht auch mal nach hier hinten kommen. Aber die Leute werden eben gerade geheilt und versorgt und sind fast schon glücklich wieder. Ich habe eben gerade den Laser gehört. Also die Laser arbeiten. Oh ja, er arbeitet. Präzisionslaser. Fing. Kostet uns halt eben ein bisschen Energie, aber... Wie gesagt, energietechnisch sehe ich in nächster Zeit keine Probleme. Mir geht nur die Anzahl der Bots auf den Keks, dass wir zu wenig haben. Yay! Ein Autobot-Reparatur wurde gebaut. Sehr schön. So, noch eine Windturbine hierhin. Dann haben wir, glaube ich, auch die Maximalanzahl erreicht, die wir hier hinten quetschen können. Ich guck mal. Ja, wir könnten noch eine kleine bauen, aber... Nee. Wenn... Papa baut groß. Papa baut gerade groß. Nein. Wir geben nichts weiter in Auftrag. Jetzt gib uns schon endlich die Kolonisierung mit über 100 Leuten. Gib's uns! Gibt's uns hart. Ja, und was habe ich jetzt wieder zu viel? Bioplastik. Was habe ich zu wenig? Metall. Und da wurde der nächste Baubot, der nächste Bohrbot beschädigt, beziehungsweise ist irreparabel. Wird denn hier überhaupt gebaut? Nein. Wird hier hinten gebaut. Nein. Warum? Weil Mikroprozessoren fehlen. War nur Mikroprozessoren. Nee, Halbleiter.
Die Halbleiter werden nicht produziert, weil das hier nicht gefokust wird. Okay. Machen wir was anderes, dann machen wir was anderes. Ihr kümmert euch ja eben gerade eh immer wieder ums Bauen und Bauen und Bauen und so weiter und so fort. 87. Na also. Dann baut erstmal hier die Windturbine auf. Weil die hat Vorrang, vor allem. So. Ja, als nächsten Schritt würde ich dann sagen, dass sich die Base nach hier unten entwickelt, um die 150er-Marke zu knacken. Hier rein, glaube ich, ging nicht. Weiß ich jetzt aber nicht mehr genau, aber wenn, dann würde ich hier eh nur Strom reinmachen. Ja, Strom ist, denke ich mal, hier ganz sinnvoll.